So, ich glaube, ich habe mal einen Experten gestern mal gefragt. Das sind, glaube ich, 17 Quests noch. Bis wir in Heaven's Ward ankommen. Ich freue mich drauf. Und ich will diese neue Rüstung haben. Ich will alles neu haben. Ich weiß gar nicht. Achso, und das Chocobo-Küken ist ja neu. Wir haben uns ein Küken geholt. Also, ich habe mir ein Küken geholt. Ich konnte nicht anders. Das Wetter ist nicht. Keine Ahnung. Bei uns sind es schon 25 Grad. Boah, Alter. Scheiße. Also, wenn es so warm nachts schon ist. Oh, bitte. Nee. Aber wo bist du denn, sag mal? So, ich werde hier. Irgendwie. Warte, ich stehe heute auf dem Schlauch, es tut mir leid. Ah, da kann man Rotmagier werden. Ah. Okay. Also, wenn mir irgendwann der Schweiß runterläuft, dann wirst du Bescheid. So, wir mussten, glaube ich, genau hier hin. Machen wir das direkt. Achso, und wir haben ja beim letzten Mal Drachen bekommen. Ja, ich nenne den obermächtigen Drachenmacker, gegen den wir gekämpft haben, beim letzten Mal Drachi. Ich kann den anderen Namen nicht aussprechen. Mammomir? Nee. Lampmir? Keine Ahnung. Ich kann leider nicht länger bleiben. Ich hänge mich in Glück. Mach das! Aber genieß den Urlaub. Genieß den Urlaub. Bei mir dauert es noch, bis ich irgendwo wieder Urlaub habe. Also bezüglich auch mal wegfahren. Ich habe mich einfach jetzt mal hier auf den Stuhl gesetzt und ich glaube, ich stehe heute auch nicht mehr auf. So. Dann wollen wir mal. Es kann ja nur noch schlimmer werden. Ich glaube, es waren beim letzten Stand mussten wir ja noch in zwei Innis gehen. Eine davon haben wir, glaube ich, fertig gemacht beim letzten Mal. Glaube ich. Das eine Achtmann-Ding. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Es kann übrigens auch sein, dass ich heute öfters mal eine Pause mache. Also, dass ich dann öfters mal zur Toilette muss. Einfach nur, weil ne, ich nicht weiß, ob ich wirklich muss oder nicht. Bevor es... Ne? Ist sicher, sicher. Achso, deswegen nehme ich heute. Nur für heute. Warte mal, das will ich immer noch schnell machen. Das mit den Kniebeugen raus, weil ich glaube, sonst sterbe ich wirklich. Wie gesagt, am Freitag ist es wieder drin. Freitag geht das dann auch wieder. Aber für heute ist das dann, glaube ich, ein bisschen viel, würde ich mal sagen. Ich hoffe, das nehmt ihr mir jetzt nicht übel. Aber das aber für heute raus. Das kriege ich heute nicht hin. Das habe ich nämlich vorhin vergessen. Genauso wie ich Dead by Daylight dort drin hatte, obwohl wir gar kein Dead by Daylight spielen. Hallo, Minfilia. Moonbreeder, genau. Moonbreeder stammte aus Shalayan, der Stadt des Wissens, deren Schutzgott Taliak, Herr der Flüsse und der Weisheit ist. Ein Taliak-Signum steht nicht weit entfernt in früherer Frost. Ja. Ein geeigneter Ort, um Abschied zu nehmen, lasst uns dort gemeinsam für Moonbreeders Seelenheil beten. Möge sie im Lichte des Urkristalls Frieden finden. Das heißt jetzt, wohin muss ich? I'm not troubled. Okay. Das hilft mir weiter. Nicht. Aus.
So, die Musik. Na, warte mal. Nee, doch, ich habe nichts verstellt. Mach ich halt bei mir lauter. Nehmen wir dich einfach. Wir fliegen hoch, hoch hinaus. In die richtige Richtung, oder? Ja. Kann ich auch rüber weg hier? Kann ich. Die Frage ist jetzt halt nur, wie weit kann ich? Mal sehen, was jetzt hier passiert. Vergib mir, Moonbreede, wenn ich schneller gewesen wäre oder umsichtiger, aber das war ich nicht und du musstest dafür bezahlen. Du würdest nicht wollen, dass wir uns vom Schmerz lähmen lassen. Du würdest sagen, reißt euch zusammen und nehmt diese Asiens auseinander. Sie sind angreifbar und werden durch unsere Hand sterben. Ein Leben für einen Tod. Ein gebührlicher Tausch. Hallo Drachi. Noch manch anderer Ausgleich wird folgen. Okay. Können wir uns auch wieder zurück teleportieren? Tada. Gut, dahin. Wie dieses rein, raus, rein, raus, rein, raus. Das ist nervig. Ich will dieses rein, raus hier nicht mehr. Können wir in Philly ja nicht mehr woanders warten? Es ist wichtig, unsere Trauer... unserer Trauer Raum zu geben. Nur so können die Wunden heilen, auch wenn uns der Schmerz noch lange begleiten wird. Eine Narbe wird bleiben und uns an den Wert des Lebens erinnern. Meinst du nicht auch? Gut, das heißt, es sind nur noch 16 Quests.
Mundbrinas Tod hat ein tiefes Loch in unsere Herzen, in unseren Herzen hinterlassen. Doch wir werden nicht aufgeben. Wir schreiten voran, wohl mit Tränen in den Augen, doch unverschämten Blickes. Oh Gott, Luiso, oh Gott, ich weiß es nicht. Mundbrida und jene, die beim Überfall auf den Sonnenwind getötet wurden. Unser Kampf hat viele Opfer gefordert. Warum haben die französischen Namen genommen? Das ist doch kacke. Wer kann Französisch? Sie dürfen nicht umsonst gestorben sein. Für sie werden wir uns allen Herausforderungen stellen. Aber wem sage ich das? Bei dir mache ich mir da überhaupt keine Sorge. Ich selbst bin es, der ich Mut zu machen versuche. Als Anführerin unseres Bundes muss ich Stärke zeigen. Ein Vorbild sein, doch im Moment wie diesen fühle ich mich verletzlich und schwach. Wie soll ich andere führen, wenn ich selbst den Halt verliere? Nur gut, dass ich auf dich zählen kann. Was auch immer geschieht, du gibst mir Kraft. Hast du einen Moment Zeit? Ich möchte dich bitten, nach Ida zu sehen. Sie war eng mit Mundbrida befreundet und nimmt sich ihren Tod sehr zu Herzen. Hoffentlich nicht zu sehr. Sie scheint gänzlich ihrer Lebensfreude verloren zu haben. Sie sitzt in sich zusammengesunken im Sonnenstein und bläst Trübsal. Versuch doch bitte, sie ein bisschen aufzuheitern, ja? Ihr seid lustig. So, wo ist sie denn da? Hallo? Wen mache ich hier einfach vor? Das nimmt doch keiner ab. Ich selbst am wenigsten. Ich versuche optimistisch zu bleiben, aber mir geht's wirklich nicht so gut. Aber was bringt es, untätig rumzusitzen und Trübsal zu blasen? Gar nichts. Sie würde mir ordentlich Beine machen. Also habe ich beschlossen, mich selbst aufzuheitern, indem ich meiner Freundin eine besondere Blume darbringe. Ein Zeichen, dass ich mich nicht hängen lasse. Dafür habe ich schon eine Menfina Margherita bei Rowena bestellt. Die müssten mittlerweile geliefert worden sein. Allerdings sind die Halsabschneider und ich nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen. Geld habe ich hier, daran soll es nicht scheitern. Aber so niedergeschlagen will ich mich Rowena nicht zeigen. Kannst du die Margherita bei ihr abholen? Oh toll, jetzt haben wir hier so eine Lieferaufgabe, oder was? Danke, auf dich ist Verlass. Bringen Sie mir bitte nach früher Frost. Dort warte ich auf dich. Jo, ist okay. Haben eh keine Wahl. Aber hinaus. Okay, da oben. Ja, ich bin faul. Und tschüss. So, das hier kann ich dann überspringen.
Das lese ich jetzt nicht unbedingt vor. Achso, und jetzt sollten wir da hinten wieder hin. Ja. Will ich darüber? Das ist nur mal ein Test. Da gehe ich nie wieder hin, da hinten. Hier kann ich auf jeden Fall hin. Ja, die Abkürzung geht. Wenn er kann ja so penetrant sein. Jedes Mal, wenn ich bei ihr aufkreuze, will sie mir eine modische Maske andrehen. Ich weiß gar nicht, was das soll. Mir gefällt meine Maske. Bin ich froh, dass mir diesmal ihre blöden Sprüche erspart geblieben sind. Los, zeig schon her, die Blume. Mon Breda hat das hat diese Margariten geliebt. Mon, du fehlst mir so sehr. Aber ich verspreche dir, ich lasse mich nicht hängen. Ich kämpfe weiter. Ich werde dich nie vergessen, Moon. Niemals. Es nimmt seinen Lauf. Oh nein. Ernsthaft. Sieht aus wie Fledermäuse, ey. Was war das? Drachen. Ich bin es. Kannst du mich hören? In Ishgard spitzt sich die Lage zu. Kommt sofort in den Sonnenstein. Schnell. So sind also nur noch, also gleich nur noch 15 Quests. Juhu, wir nähern uns. Weil ich auch gerne Drachen hätte, auf die mich reiten kann. Deswegen reicht aber auch. So, von der steht auch gleich auf. Oh, ich mach mir das gar nicht ausmalen. Geht doch in die Hose. Nicht da. Ja, wie cool. Alfino, verzeih bitte, dass ich euch in eurer Trauer gestört habe. Von Munbridas tragischem Schicksal wurde mir erzählt. Welch schrecklicher Verlust für uns alle. Allerdings lassen uns die jüngsten Ereignisse in Ishgard kaum Zeit zur Trauer. Die Gesandte aus Kyrtas müsste jeden Moment hier eintreffen. Von ihr werden wir mehr erfahren. Die Gesandte aus Ishgard. Ach, du wieder.
Hab Dank, dass ihr mich in dieser Stunde der Not so kurzfristig empfangt. Die jüngsten Ereignisse in Ischgard lassen mir keine Zeit, dem üblichen diplomatischen Protokoll zu folgen. Dafür haben wir vollstes Verständnis. So berichtet uns bitte, was vorgefallen ist. Hat der Sturm der Drachen begonnen? Ja, so ist es leider. Die Drachen haben sich formiert und in einer ersten Angriffswelle das zentrale Hochland von Körters mit Krieg überzogen. Bisher in Kämpfe verliefen blutig und, nun ja, nicht gerade zu unserem Vorteil. Erst als Großmeister Emmerich seine Tempelritter und Eliteeinheiten alle vier großen Adelshäusern ins Feld führte, konnten die Drachenbrut vorerst zurückgedrängt werden. Dabei sind viele der unseren gefallen, viel zu viele. Und uns bleibt zweifellos nur eine kurze Verschnaufspause bis zur nächsten Angriffswelle. Es kommt mir nur schwerlich über die Lippen, aber die Verteidigung ist schwer zu wankt. Weiß nicht, wie lange wir dem Ansturm noch standhalten können. Das sind für wahr beunruhigende Nachrichten, die uns bringt. Daher nehme ich an, ihr sucht Verstärkung von uns. Ganz recht, angesichts der dramatischen Lage können wir nicht länger für die Sicherheit der Heiligen Stadt garantieren. Die meisten Ritter würden sich das niemals eingestehen, doch unangebrachter Stolz könnte unser aller Schicksal besiegen. Großmeister Emmerich wünscht, mit euch über eine mögliche Verstärkung zu verhandeln. Sabinia, vielen lieben Dank für deinen Raid. Wie war dein Stream? Und vor allem, was habt ihr gespielt? Und ein dickes Hallo an alle. Ich frage mich, warum das Chat schon wieder nicht funktioniert hat. So. Wohlan, ich werde umgehend seiner Einladung Folge leisten und mein Möglichstes tun, um Ischgard zu helfen. Zu meinem Bedauern muss ich euch jedoch vorwarnen, dass ich nicht alle Einheiten der Kristallreiter zur Verstärkung schicken kann. Wir dürfen die Unruhen in Ulden nicht gänzlich außer Acht lassen. Keine Sorge, das ist mir wohl bewusst und deshalb möchte ich noch eine weitere Bitte an euch richten. Der Bund der Morgenröte unterhält bekannterweise gute Kontakt zu den Stadtstaaten Eoseas. Wärt ihr so freundlich, zwischen uns zu vermitteln? Wären wir. Ich werde liebend gern Ischgards Anliegen an die staatlichen Gesellschaften herantragen. Doch erhofft euch bitte nicht zu viel davon. Mit einem schnellen Eingreifen ihrerseits ist nicht zu rechnen. Ja, leider. Und daran trägt Ischgard zum Teil selbst Schuld. Unser Verhältnis zur Eoseischen Allianz war bisher nicht das Beste. Ich wäre kaum verwunderlich, stieße unser Hilferuf nun auf taube Ohren. Doch Ischgards Schicksal steht auf Messerschneide. Wir dürfen nichts unversucht lassen. Ich verstehe. Dann werde ich Mitglieder des Bundes in alle Stadtstaaten entsinnen, um dort Ischgards Anliegen den Anführern der staatlichen Gesellschaften vorzutragen. Mit einem Erfolg kann ich nicht garantieren. Und angenommen, sie sind bereit zu helfen, werden sie höchstwahrscheinlich Gegenleistungen verlangen. Das wäre nur recht und billig. Ischgard ist Ischgards Zugeständnissen bereit. Und seid versichert, dass ich in diesen Angelegenheiten mit der Autorität des Großmeisters und dem Segen der päpstlichen Kurie spreche. Leute, warum... Weißt du, warum werden solche langen Sachen dann nicht auch synchronisiert? Aber solche Midi-Sachen, ne? Kriegerin des Lichts, gestatte mir zum Abschluss noch ein persönliches Wort an dich zu richten. Unabhängig von meinem diplomatischen Auftrag hat Großmeister Emmerich seinem Wunsch Ausdruck verliehen, sich auch mit dir zu unterhalten. Frosches, vielen lieben Dank für 1000 Bits. Oh, so viele kleine Hundeköpfe. Sind doch nur, oder? Ich weiß es nicht. Vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, hat nur das jetzt, ich weiß nicht. Doch standest an dem legendären Midgar-Sorma gegenüber. Du hast überlebt. Möglicherweise kannst du uns einen wertvollen Rat erteilen, wie den Drachen zu begegnen ist. Big Bad Fox. Vielen Dank, ganz Ischgard und ich stehen bereits jetzt tief in deiner Schuld. Also dann, unser beider Wege führen nach Camp Drachenkopf. Ich schlage vor, dort treffen wir uns und machen dann gemeinsam Großmeister Emmerich unsere Aufwartung. Ah, natürlich. Natürlich tun wir das. Weil wir auch sonst nichts Besseres zu tun haben. Was kommt denn jetzt noch?
Ach, die wieder. Alle Schuld liegt bei Ihnen. Alles nahm von hier seinen Lauf. Ist fort! Nun liegt das Nest des Bösen vor euch, bar und blank. Beendet den Krieg mit Klauen und Flammen und loderndem Zorn! Die ist gaga, die Frau. Jetzt in die Mörder. Okay. Wer hat das? Okay, also einmal hier wieder kommt die letzte raus. Weil es ja so viel Spaß macht. So, wie viel waren es? 15 Quests noch bis zum Addon. Ich schätze mal, wir brauchen da so 1,5-2 Stunden für. Mindestens. Drei. Hinaus in eine große weite Welt. Sozusagen. Sozusagen. Die Musik ist schön in diesem Lokal. So, jetzt ich und Garten lesen wieder. Ich glaube, darunter. Ja. Sächen Alfino. Da war ich vor etwas schneller als du. Allerdings scheint es ohnehin, als ließ unser Gastgeber noch auf sie warten. Dabei habe ich von einem Angriff der Drachen auf das Tor des Urteils gehört. Ich würde sagen, uns bleibt noch genügend Zeit, um mehr darüber herauszufinden. Begleitest du mich zum Tor? Mal sehen, was die Ritter dort zu erzählen haben. So, ich werde aber einmal ganz kurz hochgehen. Bin in 2 Minuten wieder da. Ich mache auch keinen Pause-Screen. Ich will nur einmal ganz kurz eine Tablette holen. Oh, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht besser wird. Also wie gesagt, ich bin in 2 Minuten wieder da. Mache auch keinen Pause-Screen. Bis gleich. Lasst euch mit meinem Drache hier alleine.